nach einer Weile echt ust unbequem. Aber gut, was kann man für 10 Euro schon erwarten, ne? So, wo war ich denn jetzt? Ach so, es geht um das Game Plants vs. Zombies. Und ich finde, das ist ein ustgeiles Spiel. Und muss man sich das downloaden? Ich habe das noch nie irgendwo so gesehen als in der Hülle. Ich weiß es gar nicht. Müsste ich auch nochmal gucken. Aber Let's Play werde ich das nicht, weil da kann man echt auch ust viel Zeit mit verbringen. Also da würden auch ziemlich viele Folgen rauskommen, weil das zieht sich auch ein bisschen. Da gibt es ja auch noch so viele, ja, Minispiele und sowas. Aber das Game, also muss ich echt empfehlen. Ich glaube, vielleicht hole ich es mir nochmal irgendwann oder, naja, mal sehen. Ist jedenfalls ziemlich geil. Oh ja. Okay. Achso, warte mal. Ich habe hier noch eine Frage an euch, ne? Und zwar kommen wir jetzt gerade zur... Scheiße. Gerade zur Scheiße. Gerade zur Vorweihnachtszeit. Nebel, hör. Immer ziemlich viele neue Spiele raus. Ist ja klar, weil da boomt ja das Geschäft. Da wollen ja die ganzen... was heißt die ganzen? Da wollen viele Gamer dann zu Weihnachten auch neue Spiele haben, oder das bietet sich da eben an, weil man ja eben sich was wünschen kann oder was bekommen kann. Und da kommen logischerweise ja dann auch ganz viele neue Spiele raus. Unter anderem kommen ja dann... Wo packe ich denn das hin, verdammt? Ach komm, ist erstmal egal. Kommen jetzt Battlefield 3, ist ja jetzt nun schon draußen. Dann haben wir Modern Warfare 3, was kommt. Dann Assassin's Creed, Revelations... Was haben wir hier noch? Uncharted 3 und Rage sind jetzt... Ne, Uncharted 3 ist noch nicht draußen, ne? Ne, wann kommt denn das? Scheiße, wann kommt denn der 2.11. oder so? Kann das sein? Und Rage ist schon draußen. Sind, muss ich sagen, also soweit ich sie kenne, ich habe ja keins von den Spielen bis jetzt gespielt. Und hier ist ein komisches Vieh an meinem Bildschirm, an meinem Desktop. Mich würde mal interessieren, welches der Spiele findet ihr am geilsten von denen, die neu rauskommen? Also das müssen jetzt nicht nur die sein, die ich genannt habe. Ich habe jetzt auch nicht alle Spiele, die neu rauskommen, im Kopf. Das sind jetzt mir die bekanntesten. Das könnt ihr auch in die Comments schreiben, welches Spiel ihr denn davon am geilsten findet. Oder welches ihr euch am ehesten holen würdet. Und ja, hätte ich eine weitere Frage. Ich glaube, so viele Fragen habe ich noch nie in einer Aufnahme gestellt. Obwohl, so viele waren es auch nicht. 3, 4 Fragen, aber... Würde mich freuen, wenn ihr die beantwortet. So. Ist die Grenze hier, ne? Gut. Dann kann ich das auch noch wegreißen, ne? Ach komm, ist jetzt auch egal. Ich heb mal das hier noch eins höher aus. Oder zwei höher. So. Gut, was haben wir denn noch so? Was mir jetzt noch einfällt, sind Livestreams. Aber eigentlich möchte ich noch gar nicht über Livestreams sprechen, weil bevor man darüber spricht, braucht man, glaube ich, erst ein paar mehr Abonnenten. Und eigentlich kann es einem immer leid tun. Ich habe jetzt erst vor kurzem, glaube ich, irgendwas gesehen. So ein Livestream bei so ein paar Abonnenten, das lohnt sich gar nicht. Weil man macht, gibt sich ja auch schon ziemlich viel Mühe, damit das klappt mit dem Livestream. Und, also ich weiß nicht, ob das viel Mühe ist. Vielleicht geht es auch ganz schnell. Aber dann ist es natürlich schade, weil, na, nehmen wir mal an, man hat 20.000 Abonnenten. Ist ja klar, dass bei dem Livestream dann nicht 20.000 Zuschauer, dass man da hat. Das ist ja ganz logisch. Ich weiß gar nicht. Selbst GLP, also German Let's Fail, ich glaube, selbst der hat... Wie viele Viewer hatte der denn da? 6.000? Waren das so viele? Ich weiß gar nicht. Und der hat ja auch schon, wie viele Abonnenten? 70.000 oder so? Also, ja. Ich finde, es lohnt sich erst später. Jedenfalls, was ich sagen wollte... ach nee, das sage ich jetzt noch nicht. Ach komm, nein, das lasse ich. Ich hoffe, jetzt kommt hier nichts von oben. Nö. Das kann ich eigentlich so lassen erstmal. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, sieht alles hier noch ein bisschen seltsam aus. Ich glaube, das muss ich auch noch wegreißen, komm. Sieht sonst seltsam aus, wenn hier sowas steht. So. Also hier hinten dürften dann schon Slimes spawnen, rein theoretisch. Ich weiß aber nicht, ob der Platz schon groß genug ist. Ich mache mal hier noch eins höher und mal gucken. Vielleicht erwartet uns ja hier nächstes Mal schon was. Und ich würde Ustenschreck kriegen, wenn ich auf einmal dieses Platschen höre. Die machen ja so ein komisches, so ein Flutsch-Platsch-Geräusch. Da würde ich mir ziemlich erschrecken, wenn auf einmal was neben mir steht. Naja, okay. Kohle. So. So. Okay. Wenn ich das habe, glaube ich, mache ich wieder das kleine Päuschen.
und also Päuschen. Ich mache eine Pause. Und mir dröhnt wirklich der Kopf, aber gut, das ist ja egal. Ist ja egal, komm, ist ja nicht weiter schlimm. So. Los. Mach eine. Wir sind auf. Verdammt. Hä? Ich bin irritiert. Manu? Jetzt zeigt uns die Karte Ebene 15 an. Aber hier steht Ebene 16. Wem traue ich denn jetzt? Jetzt bin ich echt irritiert. Warum steht da 15? Wenn ich springe, ja gut, dann steht da 16, ist klar. Hm. Schreibt mir mal bitte, wem ich jetzt hier eher trauen soll. Der Minimap oder hier dem... Na, wie nenne ich denn das? Das hier eben. Jo. So. Reiße ich da die Krone nochmal raus. Ich weiß echt nicht, wie hoch ich das machen soll. Komme ich da noch ran? Jo. Na gut, komm, wenn ich da noch rankomme, dann reiße ich das auch nochmal raus. Aber ich glaube, da muss ich schon ziemlich da drunter stehen, ne? Jo. Und das ist immer doof, weil wenn dann was von oben kommt... Okay, Lava vielleicht nicht unbedingt, dafür sind wir noch nicht allzu tief. Also doch, wir sind ja schon fast da. Auf der Lava-Ebene. Aber Gravier wäre auch nicht so schön. Ich meine, wir könnten ja ausweichen. Wir haben ja solche Reflexe. Wie ein Keks. Hat ein Keks Reflexe? Nein, ich glaube nicht. Also das war jetzt Ironie. Ist mir klar, dass ein Keks keine Reflexe hat, ja, also... Ganz so doof bin ich dann auch nicht, ne? Kohle. Ah, und ich muss echt eine Aufnahmepause machen. Ich merke schon, es geht mit mir zu Ende. Genauso wie mit der Spitzhacke. Wir haben echt schon Ust viele Spitzhacken. Ja, ich war mit meinem Ust viele, ey. Also mit dem Ust meine ich. Echt schon ziemlich viele Spitzhacken. Doch schon verbraucht. Für den Bau des Schachts. Und der Mine, je nachdem. Und jetzt sind die Fackeln weg. So, da haben wir nochmal 20. Dann leuchte ich hier nochmal aus. So, hier auch nochmal. Gut, haben wir zwar... Okay, ich glaube, das ist zu hoch. Ich glaube, 5 hätten gereicht, aber es ist egal. Los, Slimes, es spawnt. Okay, hier mache ich eine kleine Aufnahmepause. Und ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat, dass die Themen, die ich angesprochen habe, einigermaßen interessant waren. Ich sag's nochmal, schreibt mir bitte Themen, über die ich sprechen soll oder die ihr interessant finden würdet, in die Kommentare rein. Und warte mal, ich muss schon wieder kurz. Ja, tut mir leid. Jetzt habe ich schon Farben verloren. Also in die Kommentare rein, die Themen genau. Und ansonsten, wie ich es immer sage, Kommentare und Bewertungen. Das freut mich immer wie so ein kleines, wie so ein Flummi. Kann man das so sagen? Es freut mich wie ein Flummi. Mach es egal. Und ansonsten schaut auch, wie dunkel es da oben ist. Schaut auch ab und zu mal auf dem Kanal vorbei. Das hilft mir auch. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, bis dann. Tschüss. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Minecraft. Wir hier immer noch in der Mine und haben letztes Mal schon angefangen, hier den Slime-Schrank auszubilden, in dem dann hoffentlich auch mal ein paar Slimes spawnen werden. So, die Minimap ist aus, keine Ahnung warum. Okay, das werden wir zuerst tun. Also hier werden wir weiter ausheben, aber ich glaube fast, dass ich das nicht so hoch lassen werde, oder? Na komm, jetzt kann ich es erstmal so lassen, aber ich will eigentlich nicht alles so hoch ausbauen. Und da muss ich mal gucken, und zwar haben wir nur noch einen Stick, das ist natürlich doof. Machen wir mal hier erst ein paar neue Sticks. Verdammt. Ich habe vergessen, die Zeit zu stoppen. Nein, so. Hier machen wir noch immer so. Und dann können wir uns hier eine tolle neue Spitzhacke machen. Und eine Schaufel wäre auch ganz gut, denn unsere jetzige ist auch schon bald im Arsch. Und zwar so richtig. Okay, dann machen wir hier mal erstmal weiter. Ja, so. Auf geht's. Oder? Ich weiß gar nicht. Ja, das war die Spitzhacke. Ich weiß gar nicht, mache ich das jetzt erstmal? Ich könnte das auch schnell offscreen machen.
Dann hebe ich das schnell auf, aber ich glaube, das ist auch doof für ein Let's Play. Nein! Das mit Offscreen. Nein, das lasse ich. Ja, ja. Ihr dürft hier ganz spannend und aufgeregt und nervenzerreißend zugucken, wie ich hier den Stein aus der Wand haue. Wo sind meine Fackeln? Gut, wie gesagt, ich bin mit dem DokuCraft Texture Pack noch etwas unvertraut. Heißt es so? Unvertraut? Ja. Ich glaube schon. Daher, ja, muss ich mich erst noch ein bisschen zurechtfinden, muss gucken, wie die ganzen Sachen aussehen. Aber ich denke, das bekommen wir auch noch hin. Oder das bekomme ich auch noch hin. So. Ach so. Ja, ihr könnt mir übrigens, gerade für solche Stelle, immer gerne noch neue Themen schreiben, über die ich sprechen kann. Denn, ja, das ja, wäre besser, wäre cool. Dann weiß ich auch, was euch so in etwa interessiert. Und ich habe was, worüber ich quatschen kann, und das ist doch toll, ne? So. Okay, das kann hier noch eine ganze Weile dauern. Und gut, das ist jetzt zwar kein Thema, was mir zugeschickt wurde. Doch, das wurde mir zugeschickt. Ja, doch, das wurde mir zugeschickt. Und zwar geht es jetzt hier darum, ja, wurde hier gefragt, was ich von Kindern halte, die Spiele ab 18 spielen. Und das habe ich ja mal schon so ähnlich schon mal erwähnt. Und zwar, ja, ist natürlich nicht so toll und, ja, bin ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht dafür. Obwohl, das klingt doof. Weil ich bezeichne mich selber auch schon noch als Kind. Ich mit meinen jung 14. Und ja, ich habe auch schon mal ein Spiel in der Hand gehabt, was nicht ab 12 war. Und daher, naja, wie soll man das sagen? Also ich bin nicht dafür, dass kleine Kinder das spielen. Allerdings finde ich das... Was war das? Also wenn kleine Kinder das spielen, finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Aber ich finde, da ist das gute Deutschland manchmal auch ein bisschen hart, was die FSK angeht. Und, ach, ich weiß nicht. In den Nachrichten sieht man dauernd irgendwelche, ja, Szenen aus Krieg und Blut und Zerstörung. Okay, Blut nicht unbedingt, aber ich weiß nicht. Da sieht man das auch und, also ich würde das ehrlich gesagt gar nicht so streng sehen mit der FSK-Freigabe. Aber gut, darüber könnte man sich streiten, natürlich. Andere können jetzt wieder sagen, ist ganz klar, das dürfen Kinder nicht sehen. Das sind ganz verschreckende Szenen und so, aber naja, gut. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu schreiben. Und, also was ihr davon haltet, dass Deutschland mit den Richtlinien, was die FSK angeht, also die Altersfreigabe, doch schon etwas strenger ist als andere Länder. Ihr wisst ja, ich weiß gar nicht, in anderen Ländern gibt es, glaube ich, gar keine FSK. Da darf jeder jedes Spiel spielen, glaube ich, fast, oder? Ich glaube, so ist das fast. Ja, ich glaube, so ist das, ne? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Mann, das kann ja ewig dauern hier, bis ich das alles ausgehoben habe. Mann. Ja, ich bin überhaupt nicht im Takt. So, okay. Och Gottchen, das kann Ewigkeiten dauern. Wir sind hier schon fast am Rand. Komm, eins mache ich hier noch. Dann sind wir, glaube ich, an dem Rand von dem roten Kästchen da. Müssten wir zumindest fast. Und hier ist Graviel. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber hinter Graviel sollen sich oft Diamanten verbergen. Oder Diamanten sind oft in der Nähe von Graviel. Also Diamanten sollen ja oft in der Nähe von Lava sein, aber soll es auch so mit Graviel sein? Irgendwie, ich weiß nicht. Ein Kumpel von mir, der ist ja immer so ganz komisch. Immer wenn der auf Ebene 16 oder, ja, hier so in dem Dreh Graviel findet, dann haut er das immer weg, weil er denkt, dann ist die Chance, Diamanten zu finden, höher. Also, ich weiß nicht, ich mach das nicht. Weil ich das irgendwie nicht glauben kann. Und ich hab's immer versucht, habe aber keine Diamanten gefunden, ich weiß nicht. Vielleicht muss man da hartnäckiger suchen, aber ach komm, ich lass das jetzt. Und dann sind das manchmal auch so riesige Gravierfelder, in denen man dann ewig schippt und das ist auch doof. Gut. Wie groß will ich das denn machen, verdammt? Ich glaube, ich lasse das dann gleich erstmal, weil mir erstmal noch die Themen fehlen.